Heute geht's um das Thema Ängste. Ja, hi, ich bin's, Elli. Ja, nach meinem Urlaub hatte ich irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm, worüber ich sprechen könnte. Aber oft hilft es mir dann echt nur so ein bisschen genauer hinzuschauen und zu gucken eigentlich, was bei mir gerade so los ist. Und so bin ich auf die Idee gekommen, da einfach auch mal heute drüber zu sprechen. Ja, Thema ist Ängste und ich musste auch, glaube ich, vorweg sagen, also die Idee, dieses Video zu machen, kam mir, weil ich einfach sehe, dass ich doch mehr mit Ängsten zu tun habe, als mir früher bewusst war. Also, weil ich weiß, früher habe ich nie mich mit so einem Thema beschäftigt, also Angst zu haben vor irgendwas oder so eine, ja, Angstzustände zu haben, wo einem das Herz dann total losgaloppiert und man auf einmal auch oder nachts einfach wach wird und hellwach ist und das Herz schlägt. Das habe ich früher einfach gar nicht so bewusst als Angst wahrgenommen. Mittlerweile sehe ich, dass das einfach ein Thema ist. Und je nachdem, was so gerade in meinem Leben los ist, ist es mal mehr, mal weniger. Ich habe so zum Thema Ängste gelernt, dass man sagt, ja, Angst ist ein Mangel an Vertrauen. Verstehe ich einfach so zu sagen, okay, wir haben das Geringste eigentlich wirklich unter Kontrolle. Und wenn ich so an etwas glaube, also eben Gottvertrauen habe oder ans Universum glaube oder halt eine höhere Kraft glaube, die mich führt und die auf mich aufpasst und die mir immer wohlgesonnen ist vor allen Dingen, dann brauche ich halt einfach keine Angst haben. Dann kann ich mich in Vertrauen üben. Trotzdem merke ich, also wenn ich zum Beispiel nachts wach werde und so eine Angstattacke kriege, ist das jetzt nicht das Erste, was mir so hilft. Ich glaube, dass das sicherlich eine gute Übung ist, sich in Vertrauen zu üben und das versuche ich auch. Und ich glaube, dazu gehört auch, dass ich mich von dem Gedanken verabschiede, dass ich Dinge kontrollieren kann. Und ich muss sagen, dass mir das sehr schwer fällt, Zügel aus der Hand zu geben. Und ich eigentlich immer wieder in Bedrängnis komme, wenn ich die Zügel in die Hand nehmen möchte und meine Dinge kontrollieren zu können. Und die müssen so laufen, wie ich das will. Oder dann wird es einfach auch schwierig so für mich selber. Auslösend war sicherlich auch so dieser Urlaub. Und davor aber auch schon, also ich habe überlegt, dass ich vielleicht auch nochmal mich verändere, auch nochmal vom Wohnort her verändere. Und das sind Dinge, die mich, also so große Veränderungen, ich bin nicht so der Typ, der so, glaube ich, so super große Veränderungen macht, obwohl ich irgendwie, ja, Veränderungen bei mir auch so eine Hassliebe ist. Auf der einen Seite wünsche ich mir oft eine Veränderung, aber wenn sie dann da ist, dann will ich sie vielleicht erstmal nicht mehr. Ich habe mir irgendwann mal, ich weiß nicht, welches iPhone das war, was ich mir gekauft habe. Ich glaube, ich bin damals von Samsung auf Apple umgestiegen und habe dann irgendwie dieses iPhone dann in der Hand gehabt und dann lag es da echt noch 4 Wochen oder so oder 5 Wochen, bis ich, weil ich wollte es da nicht mehr. Und dann war mir so klar, oh Gott, ne? Ich wollte es so sehr haben und als es dann da war, konnte ich das Alte halt nicht loslassen. Ich merke einfach, so Dinge machen mir einfach Angst. Also so Veränderungen machen mir Angst, diesen Weg zu gehen machen mir Angst. Und ich fliege im Oktober in die Staaten alleine. Ich habe das noch nie gemacht. Und es ist so außerhalb meiner Komfortzone, wirklich alleine das zu machen. Aber ja, also das Gute an meinem Urlaub war, dass ich da halt auch wirklich gute Gespräche geführt habe mit Menschen, die schon so anders sind im Leben und die mich da wirklich sehr ermutigt haben, so einfach auch diesen Schritt zu gehen. Ja, jetzt will ich da mal hinfliegen und ich merke, also gerade so diese letzten Tage hat mich das wahnsinnig verfolgt auch, ob ich das Richtige gemacht habe, ob nicht. Ich habe dann Ängste jetzt schon, ob das einfach mit der Reise gut klappt, ob das mit dem Flugzeug gut klappt, ob das mit den Anschlussflügen gut klappt, ob. Was ich immer bemerke ist natürlich, dass wenn ich mir jetzt schon Gedanken mache über die Zukunft, dann zerstört mir das einfach den ganzen Tag so.
Und ich habe irgendwie letztens so einen Spruch gelesen, dass wer Angst hat, lebt in der Zukunft. Wer depressiv ist, lebt in der Vergangenheit. Und wer glücklich ist, lebt in der Gegenwart. Und irgendwie ist da was dran, ne? Und da schließt sich auch wieder der Kreis, zu sagen, dass ich halt einfach Dinge, die auch noch nicht passiert sind, nicht kontrollieren kann. Ich kann halt nur im Hier und Jetzt Entscheidungen treffen für mich und über die Zukunft habe ich halt keine Kontrolle. Ich habe auch im Vorfeld gedacht, ach, soll ich dieses Video machen, soll ich es nicht machen, weil ich habe halt auch jetzt wirklich keine Lösung. Ich habe da jetzt so einen rationalen Gedankenansatz für, aber ich dachte mir, ich wollte einfach mal drüber sprechen, weil ich glaube, es gibt viele, die Probleme haben mit Ängsten und das kennen. Es sind ja oft auch so unbegründete Ängste, also jetzt sozusagen, klar, ich verreise irgendwo hin, weit weg, was wirklich sehr weit weg ist für meine Verhältnisse. Das ist alleine, das ist nochmal eine Geschichte, aber ich kenne das auch, Schwierigkeiten gehabt zu haben, meinen Müll zur Mülltonne zu bringen. Einfach aus diffusen Ängsten. Das sind ja dann keine greifbaren Ängste. Das ist einfach nur diffus. Ich habe es dann trotzdem gemacht, aber es ist sehr unangenehm. Was ich dann auch noch mache, zum Beispiel, um damit so ein bisschen umzugehen, ist, ich schreibe dann Tagebuch. Das ist etwas, was ich wirklich neuerdings angefangen habe, weil ich gemerkt habe, dass das nochmal was anderes ist, wenn ich mich wirklich hinsetze und das einfach reflektiere im Gespräch, letztendlich mit mir selber und das aufschreibe und das nochmal so, ja, verstehe, dass mir das gut tut. Aber ansonsten habe ich halt, wie gesagt, dazu auch nicht den großen Wurf. Das ist halt einfach so. Und ich habe es auch gefühlt noch nicht so lange, dass mir das so bewusst ist, dass das Ängste sind eigentlich. Also wie gesagt, früher, ich glaube halt auch sicherlich vielleicht mit der Essstörung oder so, da hatte ich ja sowieso nicht so einen Kontakt auch zu meinen Gefühlen. Da war es nochmal anders. Aber jetzt so gerade in diesen letzten 2,5 Jahren, hat sich das einfach verändert. Genau, eine Sache noch. Trotz allem, was ich so gelernt habe, ist, da wo die Angst ist, da geht's lang. Und ich habe ja auch gesagt mit der Mülltonne, ich hatte dann Angst natürlich, das zu machen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Weil ich auch gelernt habe, wenn ich Dinge aus dem Weg gehe, dann werden die halt auch größer. Und ich muss da schon durch, um letztendlich auch zu wachsen. Und das ist was, was ich empfehlen kann. Trotzdem sind sie da. Also das ist, sind sie nicht weg. Und ich habe einmal so einen Meditationskurs gemacht, ja, auch zum Thema Angst. Und das Spannende war daran, dass Ängste aber einfach zum menschlichen Geist dazugehören. Also keine Angst zu fühlen, das gibt es eigentlich nicht. Es geht eigentlich darum, wie wir damit umgehen. Aber das Gefühl der Angst ist einfach, gehört zum menschlich sein, zum Menschsein dazu. Und das fand ich so ein bisschen, wie soll man sagen, klärend. Dass es nicht darum geht, dass man die Ängste wegkriegt, sondern dass man lernt, damit umzugehen. Ja. In diesem Sinne, ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo. Hinterlass gerne auch in den Kommentaren, was du möchtest. Vielleicht auch, was deine Erfahrung zu dem Thema ist. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten sage ich bis bald. Tschüss!